Test 1.
Schönen guten Morgen. Zu Beginn werden wir heute ein Lied singen, was Sie vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, aber es ist wunderschön und Sie werden das ganz schnell lernen, wenn Sie es noch nicht kennen. Sie finden das unter der Nummer 82, dürfen Sie gleich gerne aufschlagen, nachdem der Christian das Publikum vorgelesen hat. Da müssen Sie erst noch gut zuhören. Nummer 82 ist das, es hat den wunderschönen Text, behutsam, leise nimmst du fort. Die Dämmerung von der Erde, schenkst jeden Morgen neu dein Wort, es werde, eine gute Andacht. Ja, von mir auch einen schönen guten Morgen. Wir hören zunächst die Vermeldungen dann für die kommende Woche. Am heutigen dritten Fastensonntag wird Pfarrer Lücker in der evangelischen Emmauskirche zur zweiten Fastenandacht um 18 Uhr predigen. Herzliche Einladung hierzu. Am Montag, also morgen, findet um 14.30 Uhr die Beisetzung der verstorbenen Frau Agnes Buschemühle aus Fisbeck statt. Die Abendmesse um 19 Uhr in Rechterfeld entfällt daher. Der zweite Elternabend im Rahmen der Kommunionvorbereitung findet am kommenden Montag um 19 Uhr im Pfarrheim Fisbeck statt. Pfarrer Lücker wird zum Thema Buße, Beichte und Versöhnung sprechen. Die nächsten Frühschichten sind am Dienstag um 6 Uhr hier in Fisbeck und am Freitag um 6 Uhr in Rechterfeld. Im Anschluss besteht daran immer die Möglichkeit, im Pfarrheim zu frühstücken. Am Donnerstag bleibt unser Pfarrbüro aufgrund einer Fortbildung ganztägig geschlossen. Die Beisetzung des verstorbenen Herrn Gerhard Tegeler findet am Freitag um 12 Uhr in Fisbeck statt. Der Tag der Versöhnung für unsere Erstkommunionkinder findet am kommenden Samstag im Pfarrheim Fisbeck statt. Anschließend erfolgt dann die Erstbeichte hier in unserer Pfarrkirche. Unsere Leiterinnen bieten wieder ein gemeinsames Fastenessen an. Dieses wird nächsten Sonntag nach dem Hochamt hier in Fisbeck um 11.30 Uhr im Pfarrheim stattfinden. Anmeldungen können noch bis Montag im Pfarrbüro erfolgen. Und die Kollekte ist an diesem Woche für den Weltgebetstag der Frauen bestimmt. Uns jetzt allen einen guten Gottesdienst. Menschen in jedem Land, halt über uns deine segnende Hand. Behutsam leise nimmst du fort die Dämmerung von der Erde, sprichst jeden Morgen neu ein Wort, es werde, es werde, es werde Kraft in Tage und Mut zum Wirken in der Welt
und sinn in jeder neuen Frage, die heute uns zur Rede stellt. Es werde Kraft für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand. Ostereise nimmst du fort, die Dämmung von der Erde. Sprichst jeden Morgen neu dein Wort. Es werde, es werde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade, Friede und Freude von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus sei allezeit mit euch. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, allen ein herzliches Willkommen. Wir wollen uns heute Morgen stärken lassen durch Gottes Wort, durch sein heiliges Sakrament und natürlich auch durch die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder. Er, unser Gott, möge uns aufrichten. Diese geistliche Kraft des Aufrichtens möchte auch in den unterschiedlichsten Sorgen und Nöten uns in unserem Alltag unterstützen. Ja, Gott selber möchte uns bekräftigen, dass wir immer wieder neuen Mut haben für den nächsten Schritt. So wollen wir im Kyrie Jesus Christus in unserer Mitte begrüßen und voller Vertrauen um sein Erbarmen anrufen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats. Halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst, in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin.
sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Ich habe mich heute Morgen sehr über den Sonnenschein gefreut, der auch jetzt unsere Kirche noch erhält. Einmal natürlich über die Sonne selbst, aber auch, weil er gut zur heutigen Predigt passt. Wenn ihr einmal nach vorne schaut, man kann das Wort eigentlich nicht überlesen. Aufrichten. Und wir haben es nochmal besonders nach oben gerichtet, also dem Wort auch nochmal eine Richtung gegeben. Aufrichten und ganz am Ende ein Ausrufezeichen, was auch nochmal eine Zusage, eine Verheißung an uns richtet. Das Wort aufrichten, und hinter uns befindet sich dann der Tabernakel, in dem die heilige Kommunion aufbewahrt wird. All das würde für eine kurze Predigt schon reichen. Viele wissen, glaube ich, schon, was damit gemeint ist. Aber dafür wäre es eigentlich zu schade. Deswegen ein paar Gedanken dazu. Warum haben wir dieses Wort heute so in den Mittelpunkt gesetzt? Wir hören gleich ein bekanntes Evangelium von der Tempelreinigung. Es ist deswegen so bekannt und so interessant, weil wir Jesus ganz anders erleben. Denn hier wird beschrieben, wie er vollkommen ausrastet. Er ist wütend. Er schmeißt die Händler aus dem Tempel. Man könnte sagen, die Situation eskaliert vollkommen. Und so kennen wir ihn gar nicht. Jesus erfahren wir sonst immer als sehr souverän, immer das richtige Wort. Und heute ist alles anders. Er regt sich auf, weil er feststellt, im Tempel werden Geschäfte gemacht mit Marktwechslern, Geschäfte um den Glauben. Komm, ich leg noch ein bisschen Geld mehr drauf, dann kriegst du vielleicht noch ein bisschen mehr Erlösung und so weiter und so weiter. Und das bringt ihn in Rage. Und die Juden, die die Situation beobachten, sagen: Hast du eigentlich einen Grund dafür? Warum machst du das denn? Oder gib uns ein Zeichen dafür. Und er sagt: Ja, das tue ich. Reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und die haben es gar nicht verstanden, wie 3 Tage. Wir haben 46 Jahre gebraucht, diesen Tempel aufzurichten. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Aber Jesus meinte natürlich nicht den Tempel, das Gebäude, sondern er meinte sich, seinen Leib in 3 Tagen, Tod und Auferstehung. Und dieses Wort aufrichten, in 3 Tagen werde ich diesen Tempel wieder aufrichten, finde ich, kommt, wenn man dieses Evangelium mit diesem ganzen Tumult hört, erstmal zu kurz. Aber es geht um das Aufrichten.
In vielen biblischen Geschichten in Evangelien geschieht dies. Jesus heilt Menschen, er schenkt ihnen gute Worte, Frieden, Vergebung und sie erfahren diese Aufrichtung. Und wenn wir in unsere heutige Zeit schauen, bei uns selber schauen und auf dieses Wort blicken, ich denke, hat jeder und jede von uns auch schon mal hoffentlich dieses Aufrichten erlebt in einer besonderen Situation, wo einem geholfen wurde, wo es nachher wieder gut ging. Und wenn wir uns diesem Wort Aufrichten nochmal nähern, es gibt einmal das körperliche Aufrichten. Das heißt, wenn man am Boden liegt, ist es hilfreich, wenn eine Person kommt und hilft, wieder nach oben zu kommen. Und meistens ist es keine Hauruck-Aktion, sondern es dauert, dass es nicht zu schnell in den Rücken schießt. Also man braucht Hilfe, das körperliche Aufrichten. Wenn wir auf das seelische Aufrichten schauen, auch das benötigt Zeit. Wenn man zum Beispiel einen Menschen vermisst, der gerade gestorben ist, dann ist ja die Trauer nicht sofort weg. Man braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Man braucht Zeit, um wieder ins Leben zu kommen. Aufrichten. In unterschiedlichen Situationen gibt es dieses Aufrichten. Wir haben einmal das Aufrichten im Leben, wo wir schon Aufrichtung erfahren haben. Wir könnten sagen, das sind die kleinen Osterfeste im Leben. Und dann gibt es die Aufrichtung, auf die wir vertrauen, nach unserem Leben hier, die Auferstehung, was wir auch heute wieder in der Eucharistie feiern werden. Wie sieht so eine Aufrichtung aus? Ein bekannter Theologe und Dichter, Huub Oosterhuis, der im Jahre jetzt 2023 verstorben ist, hat sich Gedanken gemacht über seine Aufrichtung. Was passiert mit mir, wenn ich gestorben bin und wenn ich dann aufgerichtet werde? Und dieses Gedicht würde ich am Ende jetzt gerne vorlesen. Es heißt, dann werde ich leben. Es wird in aller Frühe sein, wie einst. Der Stein ist weggerollt. Ich bin aus der Erde auferstanden. Meine Augen können das Licht ertragen. Ich gehe und stolpere nicht. Ich spreche und verstehe mich. Menschen kommen mir entgegen. Wir sind in Bekannte verwandelt. Es wird in aller Frühe sein, wie einst. Der Morgendunst steigt auf. Ich dachte, karges Land zu sehen. Stattdessen volle Gaben sehe ich, lange Halme, Ähren, gefüllt mit reifem Korn. Bäume umrannten die Felder. Hügel wogen in der Ferne, bergaufwärts und werden Wolken. Dahinter, Kristall geworden und blendend, das Meer, das die Toten zurückgab. Wir ruhen in des anderen Schatten. Wir wachen auf vom ersten Licht, als ob jemand uns mit vollem Namen gerufen hat. Dann werde ich leben. Mit dieser Zusage dürfen wir in die neue Woche gehen. Amen.
dass er seinen Sohn für uns hingab. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Passiafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus. Ihre Tische stieß er um. Und zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passiafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn. Du hast die aufrichtende Kraft des Evangeliums in unsere Welt gebracht. Auf dich hören wir, auf dich vertrauen wir und legen dir Menschen ans Herz, deren Not uns besonders berührt. Auf die Fürbitte, Christus, Kraft des Lebens, antworten wir gemeinsam mit, richte sie auf. Wir beten für unsere Kirche und alle Menschen, die auf Jesus Christus hören und ihr Leben an seinem Wort ausrichten.
Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Für die Menschen in der Ukraine, die jetzt seit 2 Jahren in einem Krieg leben, der immer weiter zu gehen scheint. Für alle, die in Bunkern und Schützengräben Schutz suchen, die fast immer Angst haben müssen vor einem nächsten Angriff. Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Für alle Menschen im ganzen Heiligen Land, in Israel und Palästina, im Gazastreifen und besonders in Rafah, wo so viele Flüchtlinge leben. Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Für alle, die sich für ein gerechtes Ende dieser Kriege einsetzen oder wenigstens für Verhandlungen und dafür, dass die Waffen schweigen, damit das Töten und das Sterben aufhört. Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Wir beten für alle, die sich in der Kirche engagieren und für die Menschenwürde aller Menschen einstehen oder sogar gegen den Hass in unserem Land auf die Straße gehen. Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Wir denken in Stille an die Menschen, die uns besonders wichtig sind und deren wir unser Gebet versprochen haben. Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Wir beten für alle Verstorbenen, besonders für Herrn Gerhard Tegeler, Frau Agnes Buschemühle und Herrn Georg Dasenbrock und für die, an die keiner mehr denkt. Christus, Kraft des Lebens. Richte sie auf. Herr Jesus Christus, auf dich dürfen wir hören und mit dir an unserer Seite leben. Wir danken dir und preisen dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und in Zeit und Ewigkeit. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Heil. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Heil. Groß ist der Herr, wir wollen ihn preisen. Sein ist die Erde und was auf ihr liegt. Seine Geschenke sind unsere Gaben. Herr, wir bringen den Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Unsere Hände und Becher sind leer. Mit Brot und Wein füllt sie der Herr, denn er ist Gabe und Geber zugleich. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. Herr, unser Gott, befreie uns durch diese heilige Feier von all unseren Fehlern und Schwächen und schenke uns neu die Kraft, damit auch wir unseren Schwestern und Brüdern vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Das erbitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat den Menschen deine Liebe kundgetan. Jesus hat für uns sein Leben gegeben, hat gelitten und ist von den Toten auferstanden. Er sitzt zu deiner Rechten. Darum preisen wir dich mit allen Erlösten und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Musik.
Herr, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle, der Ursprung aller Heiligkeit. Weil das so ist, kommen wir Christen Sonntag für Sonntag zusammen, um mit Christus in unserer Mitte zu feiern. So bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus auch den Kelch, er dankte noch einmal, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, was für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du auch uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. So bitten wir dich für deinen Diener, unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, für die vielen Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer, die du zu einem Dienst in deiner Kirche bestellt hast, und für das ganze Volk deiner Erlösten. Guter Gott, gedenke der vielen Menschen in Not und Elend dieser Welt, der vielen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde. Richte sie auf dass sie nicht mutlos werden. Wir bitten dich für die Kranken und Schwerkranken, für die Alten, Einsamen und für die Menschen mit Beeinträchtigung. Und wir empfehlen dir von ganzem Herzen unsere lieben Verstorbenen, die, die unserem Herzen jetzt besonders nahe sind und die, die noch über Erden stehen. Wir beten und bitten für Herrn Gerhard Tegeler, für Frau Agnes Buschermöhle und für Herrn Georg Dasenburg. Allmächtiger Gott, erbarme dich über uns alle, damit auch uns einst ewiges Leben zuteil wird. In der großen Gemeinschaft mit Maria, der Mutter Gottes, mit deinen Aposteln und Heiligen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir wissen Jesus Christus in unserer Mitte und wir wissen, dass uns das gemeinsame Gebet, das Gebet an sich, immer wieder auch aufrichten kann. In dieser Hoffnung lasst uns jetzt miteinander und füreinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schenkt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Weizenkorn muss sterben.
Schaut Christus im gebrochenen Brot. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig. Kostet und seht, wie gütig der Herr. Thank you.
wirst uns einen Engel schicken, den Hauch von deines Geistes Wind, es werde Glück für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand. Behutsamweise nimmst du vor die Dämmung von der Erde, sprichst jeden Morgen neu dein Wort. Es werde Trost in langen Stunden für alle, die gefesselt sind, an Krankheit, Angst und Not gebunden, für Mann und Frau, für Greis und Kind. Es werde Trost für die Menschen in jedem Land. Halt über uns jeden Morgen neu dein Wort. Es werde, es werde. Lasst uns gemeinsam beten im Gotteslob Nummer 19, Abschnitt 4. Nummer 19, Abschnitt 4. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der wacht zum ewigen Leben. Allmächtiger Gott, du hast auch uns heute hier neu aufgerichtet durch das Brot des Lebens, das uns immer wieder an Leib und Seele stärkt, durch dein Wort, das uns Mut, Hoffnung und Zuversicht schenkt, und durch die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, die wie wir den Glauben lebendig halten. Wir bitten dich, beschenke uns mit deinem Schutz und Segen und segne auch all die vielen Menschen, die uns und unserem Herzen nahe sind. Um das alles bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. So segne und geleite euch und alle Menschen, für die ihr gebetet habt, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Allen einen schönen Sonntag, geht hin in Frieden.